Wie funktioniert eine Batterie? Eine Batterie ist ganz allgemein ein Energiespeicher, der chemische Energie enthält und elektrische Energie abgibt. Einen solchen Speicher nennt man auch galvanische Zelle. Eine Batterie kann aus nur einer, aber auch aus mehreren Zellen bestehen. Da es verschiedene Batterien gibt, hinter denen auch verschiedene Funktionsweisen stecken, schauen wir uns in diesem Video nur die verbreitetste Art von Batterie an, nämlich die Alkali-Mangan-Batterie. Alkali ist einfach nur ein anderes Wort für Lauge, also das Gegenteil von Säure. Die Bezeichnung Alkali-Mangan-Zelle bedeutet also, dass diese Zelle unter anderem aus einer Lauge und Mangan besteht. Treffender für diese Art von galvanischer Zelle ist der Name Zink-Mangan-Zelle. Diese Bezeichnung enthält eine wichtigere Information als die Lauge, nämlich dass sie neben Mangan auch aus Zink besteht. Da Mangan zu der Mineralgruppe Braunstein gehört, werden diese Art von Zellen auch als Zink-Braunstein-Zellen bezeichnet. Generell ist jede nicht wieder aufladbare Zelle eine Primärzelle und jede aufladbare, also Akkuzelle, eine Sekundärzelle. Jetzt aber genug mit Hintergrundwissen. Jetzt kommen wir zum Aufbau und der Funktionsweise. Alle Bestandteile einer Rundzelle, zum Beispiel einer AA-Batterie, befinden sich im Metallbecher, welcher gleichzeitig den Pluspol darstellt. Am Rand befindet sich eine Schicht Mangan, genauer Mangandioxid in fester Form. Dieser Bereich übernimmt die Funktion einer positiven Elektrode, also einer Kathode, da dort Elektronen zugeführt werden. Die Kathode wird nun von einem Separator abgetrennt, welcher aus einem papierähnlichen Stoff besteht und die anliegenden zwei Bereiche abgrenzt. Als nächstes folgt die negative Anode, also der Bereich, der Elektronen abgibt. Die Anode besteht hier aus Zink. Zusammen mit Kalilauge als Elektrolyt, also einer Flüssigkeit, die die Leitbarkeit des Systems erhöht, entsteht eine gelartige Zinkmasse. Auch die Mangankathode und der Separator sind mit dem Elektrolyt getränkt. In dem Zinkgel steckt ein Nagel, auch Kollektor genannt, der zu einer Metallplatte an der Unterseite führt. Die Metallplatte fungiert hier als Minuspol. Außerdem befindet sich zwischen Plus- und Minuspol ein Isolator. Wird nun an die Batterie ein Verbraucher angeschlossen, zum Beispiel eine Glühlampe, bewegen sich Elektronen vom Minuspol über die Lampe zurück in den Pluspol. Aber warum? Wenn etwas an den Minuspol, also an die Anode, angeschlossen wird, entlädt sie sich. Die Zinkmasse reagiert mit zwei Hydroxidionen aus der Kalilauge zu Zinkhydroxid und zwei Elektronen. Das Zink oxidiert also, da es Elektronen abgibt. Das Zinkhydroxid reagiert anschließend weiter zu Zinkoxid und Wasser. Die zwei entstandenen Elektronen bewegen sich jetzt über den Minuspol und dem Leiter in die Lampe, lassen diese durch Reibung an einer Leiterengstelle erglühen und gehen dann zurück in die Batterie über den Pluspol. An der Kathode angelangt, reagiert das Mangandioxid mit den zwei Elektronen und Wasser zu Mangan-3-Oxid und zwei Hydroxidionen. Das Mangan wird also reduziert, da es Elektronen aufnimmt. Da in einer Batterie eine Oxidation und eine Reaktion stattfinden, spricht man auch von einer Redoxreaktion. Diese eine Alkali-Mangan-Zelle erzeugt nun eine Spannung von 1,5 Volt. Selbst eine sehr kleine Zelle, wie zum Beispiel eine Knopfzelle, erzeugt dieselbe Spannung. Die Größe einer Zelle hat also keinen Einfluss auf die Spannung, lediglich auf die Kapazität. Es gibt aber natürlich auch Batterien mit einer größeren Spannung als 1,5 Volt. So hat eine Flachbatterie zum Beispiel 4,5 Volt und eine Blockbatterie 9 Volt. Die Spannungsvergrößerung ist kein Hexenwerk, es werden einfach mehrere 1,5 Volt Zellen benutzt. Eine Flachbatterie besteht folglich aus drei 1,5 Volt Zellen und eine Blockbatterie aus 6.